Florian, 25, und dieses Hemd wurde von deinem Rundfunkbeitrag bezahlt. Ja, Europameister 96. Jetzt zieht uns Barca zum WM-Titel. Ich bin Lubelga, 48 Jahre alt, und für euch habe ich sogar Deutsch gelernt. Los geht's! Luna Bailando. Ja. Yeah. Bailando, Bailando, Bailando. Wisst ihr, was Bailando heißt? Tanzen, ja, boah, ja, krass. Wir tanzen. Tanzt du gerne, Florian? Absolut, ja. Nächster Song. Yo, VIP. Vanilla Ice. Vanilla Ice in the Song, ne? Den Song wolltet ihr auch, ne? Ja. Ice, Ice, Baby. Bidadum, bidadum. Ja! 2-0-0. Neben mir zwei absolute Legenden. Die Legende Nummer 1. Florian. Kurz Applaus. Du kommst aus Benninghausen. Ganz tolle Stadt. Wo liegt die ungefähr? Das liegt in der Nähe von Lippstadt, dem Venedig-Westfalens. Ah, hätte ich auch so gesagt. Und das liegt in der Nähe von Dortmund. Okay, auch ganz toll. Und neben mir natürlich hier Lubega. Großen Applaus. Er ist der Mann hinter Mambo Number 5. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. Und immer noch, das glaube ich auf den Song, wurde mir aufgeschrieben, über 600 Millionen Streams. Wow. Das ist ja unfassbar krass. Und wir reden gleich so ein bisschen, warum du hier bist und warum du jetzt auch in der Neuzeit wieder angekommen bist, wie ich immer warst. Und warum du so unfassbar gut riechst, das kennen wir alles. Und wenn ihr euch fragt, wie ich aussehe, ja, das mit den Haaren, das hat gut geklappt. Ja, habe ich alle mitgenommen und endlich ist es soweit. Ist das Blümchen, Boomerang? Nein. Hätte ich aber auch gesagt. Blümchen, piep, piep, kleiner Satellit. Genau. Oh. Ihr habt gemerkt, wir befinden uns in einem 90er-Jahre-Special und du bist ja ein Star der 90er, aber ich habe eben schon mal gesagt, auch so ein bisschen Star der 2000er, weil das war ja diese Zeit, 99, 2000, ja. Haben wir gedacht, irgendwie die Erde explodiert im Jahr 2000, ist nicht passiert, zum Glück. Hast du auch irgendwie noch Kontakt zu anderen Stars aus dieser Epoche? Oh ja, es ist immer wieder wie Klassentreffen. Mhm. Jeden Sommer, vor allem die Sommermonate, treffen wir uns bestimmt 5-6 Mal. Wer ist dabei? Also zum Beispiel Luna war dabei, sehr oft sehe ich Luna, deswegen der Song. Ja? Ja. Auch dieser hier, Ice-Tea, Ice-Bee, alle sind dabei. Mhm. Wir sind ja noch nicht so alt, das ist ja das Coole. Nee, ihr seid 90er sind ja eigentlich nur ein paar Jahre. Da steht noch eine 4 vor vom Alter, also kann man dich auf 16 tippen, hätte ich dir fast eigentlich schon gemacht. Und du hast dich gar nicht, du siehst aus wie damals, also ich kenne dich auch nur von Covern und natürlich aus den Sendungen von damals. Okay. Und es ist toll, dass du hier bist. Scooter, how much is a fish? Ja. Yo! Der war auch schon bei uns und super angenehmer Typ und riesengroß, also lang und schlagsig. Ja, und riecht auch gut. Ja, genau. Aber nicht so gut wie du. Und du hast ja so ein bisschen wieder so einen zweiten Frühling, weil Papa Platte hat dich ja erwähnt. Aber ihr kennt diesen Song hier. Das ist der Typ, der das gemacht hat. Ladies and Gentlemen, ich bin's, Lou Bega. Oh, 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 oh. Steve, Papa Platte. Schäm dich. Digga, das ist ein Deutscher? Nein, 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 Maul. Niemals für eine Lubega-Platte. No fucking way. Was? Ja, ich bin quasi sein Lieblingsheld. Und das wusste ich auch nicht. Und auf einmal haben 1,7 oder 1,8 Millionen Menschen, die jünger sind als ich, gewusst, dass ich quasi Deutscher bin. Ja, ja. Ich war auf einmal Deutscher. Irgendwie immer schon, aber Papa Platte, danke. Du hast mir meine Identität zurückgegeben. Habt ihr schon mal getroffen? So noch nicht persönlich, aber ich habe vor, einzuladen auf ein Konzert dieses Jahr. Auf alle Fälle. Der nächste Song kommt ziemlich zackig. Rednecks, Cut Night Joe. Ja. Sagt ihr eigentlich zu meinem Outfit heute? Ich habe versucht, ein bisschen 90er zu machen. Ist fast vielleicht schon so 80er.
Aber ich fand das ganz ja, toll. Es ist mehr 80er, aber mehr, es, ne? es okay. geht rein. Es okay. ist okay. Danke. Florian, du bist dualer Student der sozialen Arbeit. Korrekt. Und tätig in einer psychiatrischen Eingliederungshilfe. Großen Applaus dafür, toller Job. Das zweite machst du hier bei uns, das ist richtig. Richtig, genau. Und erzähl mal, wie sieht dein Alltag im Job aus? Mach uns mal den Mund wässrig. Naja, also im Grunde genommen mache ich bei uns das Aufnahmemanagement. Das heißt, ich sitze eigentlich im Büro, warte darauf, dass mich jemand anruft oder mir jemand eine E-Mail schreibt, sagt, hey, wir haben da jemanden, der könnte Betreuung gebrauchen. Mhm. Und dann schaue ich, können wir die Person betreuen oder nicht. Mhm. Und wenn wir das können, dann kümmere ich mich darum, dass sie auf eine unserer Wohngruppen kommen. Was hörst du für Musik? Kurzer Bruch. Boah, eigentlich alles. Perfekt. Also, everybody started one way or the other, so check out my message to you. As I'm not in the Scatman. Wie heißt diese Song nochmal? 3, 2, ja, die Schuhe! Scatman von Scatman John? Ja. Nein! Ich hätte es missed, das Scatman. Ich, aber das, dieser Song löst in mir so eine Kindheitserinnerung auf. Bi-ba-ba-ba-da-po. Wa-ba-ba-da-po. Wee-da-ba-ba-da-po. Wa-ba-ba-da-po. Scatman, guys. Scatman. And Hatman. And Hatman, ja, genau, richtig. Und Hairman auch heute dabei. Hairman is good. I like that. So schön vor dem Spiegel zu stehen. Tic-Tac-Toe, ich find dich scheiße. Ja! So richtig scheiße. Florian, ja, du hast auf der Rückreise vom Kölner Karneval mal in der Gepäckablage geschlafen. Ja, der Zug war halt voll. Ich auch. Du auch, ja. Genau. Bist du Jeck? Absolut. Also bist du, ja? Ja, ja, ja. Die Jecke-Saison geht wieder los. Bist du wieder auch aktiv? Kann man dich wieder sehen? Absolut. In Benninghausen am 2.2. und am 3.2. haben wir unsere Karnevalsveranstaltung. Vorverkauft, jetzt am Sonntag, aber wahrscheinlich werdet ihr das Video erst später sehen. Bist du Karnevalsfreund? Ich meine, du bist ja ein bisschen abgeschieden, wo du lebst. Also hast du Bock auf Karneval oder gar nicht? Da, wo ich ja eigentlich herkomme, heißt es Fasching. Mhm. Und kaum jemand kennt das. Aber ich toleriere es. Du bist ja auch für einen Grammy nominiert worden. Wow. Und dafür heißt das? Ja, na klar, das weiß ich natürlich. Und das weiß ich nämlich, weil ich, als das damals rauskam, ich wusste ja nicht, dass du Deutscher bist. Ich dachte, du bist ein internationaler Star. Und da war das ist ja recht normal, dass die da irgendwie Grammy nominiert werden. Du warst also auch dann in der Halle, Mehrzweckhalle, wo der irgendwie. Ja. Und ich war sogar noch krasser. Dieses berühmte grüne Kleid von Jennifer Lopez saß vor mir. Der Rücken saß vor mir. Da saß der Puff Daddy. Da mag. Nee, nicht Marc Anthony, Sting und so weiter. Und ich war ja gerade aus München eingeflogen. Ja, ja. So, ja, so ging es mir auch. Und warst du traurig, als du mich gewonnen hast? Wahrscheinlich schon. So ein Grammy, ne? Ist nee, ich war ganz happy. Erstens mal hat man dann noch die Zeit, später vielleicht einzugehen. Und ich hatte keine Rede vorbereitet. Was sage ich denn? Sting, tut mir leid, dass ich gewonnen habe. Ich war nicht vorbereitet. Ich war mit beidem okay. Dr. Alban. Happy people, happy people, dead, and then all of 3, 2, 1. Dr. Alban, it's my life. Nein, auch nicht. Nein, alles sicher. Ich weiß es. Sing ja, ja, ja. Dr. Alban, sing Hallelujah. Ja. Ja! Du hast ein Geschenk dabei. Ich habe in meiner Geschenkfindung ein bisschen. Mit dem Team korrespondiert und die sagten mir, Kaffee könnten die gut gebrauchen. Deswegen habe ich aus Lippstadt Kaffee mitgebracht. Ah, danke, großer Applaus. Ist ja ganz was Tolles, dass quasi jetzt im Wildcard damit die Teams sprechen, was die gebrauchen können. Also, Luki braucht noch ein paar Unterhosen, wenn ihr nächstes Mal hier seid. Aber trotzdem geil, können wir gut gebrauchen. Bisschen Lippstadter Kaffee, danke. Ja, genau, komm, schenk mal, kannst du mir hinter der Kamera zurückgeben. Danke dir, danke. Perfekt, ja, geil, danke schön. Jump Around, House of Pain. Ja. Boom! Wow! Aber du bist ja richtiger 90er-Experte, wenn ich jetzt richtig rechne, du bist irgendwie 8 Jahre jünger als ich. Irgendwie sind das so 80er, 90er irgendwie meine Musikjahrzehnte, deswegen. Hast du auch eine Geschichte zu einem 90er-Star oder was vorzuweisen? Ich habe Luna auch getroffen in Benninghausen. Nett, nett. Privat oder nett. Party? Nee, Party. Die ist bei uns aufgetreten und die fand das auch so cool, dass sie später noch im Schlafanzug wieder aufgetreten ist. Ah. Oh, 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 oh. Bellini, Samba de Janeiro. Samba! Das ist der Titeltrack von meinem Lieblingsfilm, Ballermann 6. Ey,
endlich normale Leute. Also würdest du sagen, die 90er waren besser als jetzt oder wie? Oder weil ja, viele Leute träumen sich ein bisschen zurück. Ja. War das wilder irgendwie oder? Alles war farbenfroher, schöner, reicher, gesünder. Ernsthaft? Man war selber jünger? Ich war in beiden Jahrzehnten zu Hause, damals und heute. Und ich muss sagen, mir tun die jungen Leute, die nicht gelebt haben, die damaligen Zeit. Es war fantastisch. Bittersweet Symphony, The Verve. Ja. Boah! Du hast daheim zwei Hunde, zwei Katzen und drei Königspythons. Ja, vier mittlerweile. Vier mittlerweile. Haben dich vermehrt oder hast du einer zugekauft? Ja, da ist einer zugekauft worden, beziehungsweise geschenkt worden. Und sind das Würgeschlangen oder Giftschlangen? Das sind Würgeschlangen. Seine sind Albinos, also ich habe verschiedene. Ja, und ansonsten sehen die halt aus wie eine Schlange. Mhm. So lang. Ja. Ah, okay, gut. Du hast auch viele Tiere. Du wohnst auf dem Hof oder wie ist dein aktuelles Leben? Wie sieht's aus? Ja, viele Tiere um uns rum. Wir wohnen quasi in der Natur, haben Pferde, die wir pflegen. Aber mittlerweile gibt es wilde Tiere wie Marder, Wildschweine, die einfach zu uns kommen, weil die sich da wohlfühlen. Ja. Heute Morgen zum Beispiel ein Wildschwein vor meiner Haustüre und hat Hallo gesagt. Also toll, ich liebe Tiere. Du hast das Video gezeigt eben backstage. Das hat ein Wildschwein, du hast es gefilmt, es hat sich angeguckt und angefangen zu kacken. Ja. Das war die Reaktion? Normal. Okay, aber ich bin auch ziemlich tierlieb. Ich habe viele Silberfische in der Wohnung. Das ist mein Lieblingstier. Right, set, Fred, I'm too sexy. Hey! Schaffst du das jetzt mal? Mein Leben. Okay, 4, 3, 4, 2 Matchbälle. Venga, boys, we're going to Ibiza. Nein! Mann, oh Mann, oh Mann, das ist ja Hammer. Großer Applaus für Lou Bega! Hat leider nicht geklappt, aber du hast wieder einen Preis fast gewonnen. Das zieht sich durch die Biografie, aber mal gucken, vielleicht irgendwann noch. Cool. Danke. Wir gehen jetzt in die goldene Endcard. Oben gibt es Zerstritten wegen Geld. Hat ein virales TikTok ihre Freundschaft zerstört von Auf Klo. Das ist ein Kanal. Und unten gibt es die letzte Folge. Erkennst du den Song? Ciao, Freunde!